So. Ey, nicht, dass die hier schon geht. Oh, das hört sich nicht gut an. Die ist durchgekommen. Tatsache. Ha. Geh doch mal kaputt hier. So, wechseln wir mal die Waffe, weil für das andere brauchen wir wahrscheinlich ein Reparaturkit und das müssen wir schon. Also immer mal darauf achten, dass ihr mehrere Waffen habt zum Wechseln. Gerade auch welche, wenn ihr die gefunden habt, die gut sind. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, da wir überladen sind. Also, ihr seht das Problem. Ich bin ja bekannt für meine Sammelleidenschaft. Also ich bin zwar Jäger, ja, aber ich bin auch Sammler. Gucken wir mal, was wir hier wegschmeißen können. Hier haben wir eine Handelsfertigkeit. Erhöht mit diesem Fähigkeitsbuch die Stufe in der Fertigkeit Handel um 1. Das heißt, das ist tatsächlich so, dass ihr bestimmte Sachen lesen könnt und dann um eine Stufe nach oben geht. Das zeige ich euch gleich. Erstmal lesen wir das. Das heißt, ich kann schon mal eine Schaufel machen. Super. Aber ich werde erstmal was essen, damit ich hier ein bisschen Platz kriege. Honig. Ja, ist für Infektionen, ne? Braucht ihr Honig. Ganz wichtig. Der ist also viel zu schade hier zum Essen. Hier ist nochmal eine Konservendose. Und dann trinken wir noch was. Tatsächlich sind diese großen Flaschen, wenn ihr seht, auch schwerer, meine ich, als die kleinen. Also auch da müsst ihr aufpassen. So, ich hatte euch ja gesagt, gut, das ist das Cheat-Menü, das wollen wir jetzt nicht sehen, ne? Tagebuch, hier sind nochmal eure Aufgaben, die könnt ihr dann hier euch angucken. Die Map kennt ihr auch schon. Und Fähigkeitspunkte. Also, das sieht man, ist ja komplett neu. Und ich meine, das war in den früheren Alpha-Versionen mal so, dass wenn man zum Beispiel eine Fähigkeit tut, sei es jetzt Holzhacken, dann verbessert sich aufgrund dessen, dass man die Fähigkeit ausübt, auch der Fähigkeitswert. Und irgendwann kommt man dann eine Stufe höher. Das ist hier ähnlich so. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel viel rennt oder wenn ihr so wie hier, ich glaube, das ist das nicht, wenn ihr schwere Sachen tragt und ständig überladen seid, dann erhöht sich da auch eure Fähigkeit. Hier, das ist Packesel, genau. Ne? Oder wenn ihr Erze abbaut oder mit Pfeil und Bogen schießt, dann erhöhen sich da minimalst eure Fähigkeiten in diesem Bereich. Hier ist es natürlich so, das kennt ihr vielleicht durch die vorigen Geschichten, dass ihr hier Fähigkeitspunkte ausgeben könnt. Im Moment haben wir noch 0, weil wir in der Stufe noch nicht nach oben gestiegen sind. Aber ja, perspektivisch könnt ihr halt auch wieder von 1 bis 10 entsprechende Fähigkeitspunkte ausgeben, um hier, sieht man die Attribute jeweils, um diese Prozentpunkte besser zu werden. Fertigkeit. Genau, also hier ist das vielleicht nochmal ganz gut erklärt. Na, also wie man sieht, in der Beweglichkeit habe ich mich ein bisschen bewegt. Entsprechend sieht man hier, gibt es so einen gewissen Ladebalken und wenn der halt irgendwann hier hinten ist, dann ja, steigt die hier von 0 auf 1. Und das ja, ist halt für andere Sachen auch. Beim Plündern zum Beispiel, je mehr ihr lootet, desto mehr steigt ihr euer Balken und irgendwann hier seid ihr auf Stufe 2. Das können wir zum Beispiel gleich machen. Ich hatte ja ein Buch. Und zwar war das ja hier Handel. Ne? Also, wenn ihr das benutzt, gehe ich im Fähigkeitslevel um 1 nach oben. Jetzt gucken wir mal, wo hier Handel ist. Muss ich selber mir gerade noch mal. Der ist das. Ne? Also hier seht ihr halber Balken. Wir lesen jetzt das Buch. Benutzen. Und tada, Handel ist auf Stufe 1, aber hat diesen Mini-Balken, Fortschrittsbalken immer noch behalten. Genau, und so funktioniert das letzten Endes. Ne? Wir haben einmal ein Schloss geknackt, hier hat sich ein bisschen was getan. Wir haben eine Schmerzresistenz, weil wir einmal was
übergebraten bekommen haben. Ja, also von daher, so ist das hier ein bisschen aufgebaut. Sammlerstücke bezieht sich nochmal auf die Bücher, weil es da ja auch mehrere gibt. Und entsprechend kann man dann auch, ja, je nach Fähigkeit wieder das eine oder andere mehr erlangen. Genau, da gibt es 7 an der Zahl. Und das letzte ist, da schaltet man dann halt nochmal zusätzlich eine Fähigkeit frei. Und ansonsten haben wir halt hier unser ganz normaler, in Anführungsstriche, Attributenbaum, wo man dann hier je nach Ausgabe der Punkte hier weiter voranschreiten und Punkte ausgeben kann. Also hier muss man sich tatsächlich auch gut überlegen, für was man die Punkte ausgibt, weil es einfach viele, viele Möglichkeiten auch gibt. Genau, so, eigentlich wollten wir jetzt hier in dieses Gebäude, mal gucken, ob wir das noch schaffen. Mach doch mal, wer die Tür hier auf. Dauert mir zu lange, von daher werden wir das erstmal sein lassen. Genau, hier haben wir zum Beispiel so einen kleinen Baum. Das war das, was ich meinte. Wie ihr seht, den kann man viel schneller fällen und trotzdem bekommt ihr die Ressourcen, die ihr braucht. Aber im Wald findest du halt meist nicht immer gleich einen kleinen Baum. So, die Trulla ist natürlich sofort auf mich aufmerksam geworden. Ach, guck. Gut, dass ich davor nichts gemacht habe, weil die Tür ist ja offen. Wer ist nun schon wieder hier? Also man muss hier wirklich viel mehr aufpassen, finde ich, da die sich auch echt gut anschleichen können. So, mit Stabwaffen hat sich meine Fähigkeit gesteigert. Also wie ich sagte, ich habe jetzt hier viel mit meinem Speer rumhantiert. Und noch so einer. Und entsprechend hat sich die Fähigkeit dabei minimals gesteigert. Finde ich auch gar nicht so verkehrt. Weil so kann man sowohl durch Bücher, dadurch, dass man die Fähigkeit selbst ausübt, als auch durch Punkte die einzelnen Fähigkeiten steigern. Also da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Eine Sache ist mir gleich noch eingefallen, wo ich es hier sehe. Zeige ich euch sofort, nämlich Fernseher. Die sind wirklich nicht allzu schwer, die bringen aber wirklich Kohle. Genau, ne? Also 4 Kilo, das geht noch. Für 2 Teile, 33 Taler. Wie gesagt, die Masse macht es hier halt. Ne? Und manchmal ist das wirklich das Quäntchen, was man braucht, um, so wie ich zu Beginn, sich einen Kochtopf zu leisten oder dergleichen. Ich hatte jetzt echt Glück, dass ich einen Kochtopf hatte, weil den braucht man einfach, ne? Um sich damit Lebensmitteln am Anfang zu versorgen. Das kann ich jetzt auffüllen. Das heißt, meinen Wasservorrat, da brauche ich mir perspektivisch schon mal keine Gedanken zu machen. Wasser sollte nicht mein Problem sein. Jetzt könnte sein, dass hier hinter noch mal welche sind. Nee, diesmal nicht. Gar nicht so viel zum Looten hier. Aber so ist das manchmal. Kriegen wir noch mal Eisenschrott. Und das war's dann hier auch im Grunde schon. Kleines Gebäude, aber recht viel, was man damit machen kann. Ich würde vorschlagen, wir looten das Ganze jetzt hier noch, um hier nachher unsere Base zu machen, wenn ich nicht überladen wäre. Also muss ich wohl was wegpacken. Und hier höre ich doch schon wieder wen, der mir im Nacken sitzt. Das Zeug brauche ich hier alles nicht und ist schwer wie Huberts. So. Jetzt kann ich mich auch wieder besser bewegen. Den Geier haben wir weggemacht. So. Und natürlich wartet hier der nächste Zombie auf uns, ist ja klar. Also seid gut vorbereitet, Pfeil geladen und so. Auf geht's. Allzu viel Bewegungsspielraum haben wir nämlich hier nicht.
aber geschafft. Und direkt was zum Looten. Was ich euch in jedem Fall hier empfehlen kann, ist diese Kisten hier mitzunehmen, weil die kann man schön stapeln. Die kann man später auch gut anmalen und beschriften. So, die alten Tricks. Hier hinter den Gemälden die Verstecke einsacken. Früher waren da ja auch immer noch Tresore dahinter. Na, hier sagt doch mir doch schon eine wieder Hallo. Die kann man auch mitnehmen und ich meine scrappen. 2 Kilo. Zerlegen bringt 13 oder 2. Naja. Irgendwie sind die mir hier schon wieder viel zu nah dran. Da ist es schon mal nicht. Ups. Du bleib mal schön draußen hier. So. Rock brauche ich jetzt weniger. Ist ja reges Treiben hier. Ey. Echt was los. So, jetzt schön aufpassen. Da ist nämlich die nächste. Wow, jetzt wird's hier. Nein, nein, nein! Alter! Hab ich doch hier echt einen auf den Deckel gekriegt. Sowas blödes. Tschüss. Nicht mal in Ruhe looten kann man hier. Ich weiß, dass hier gleich welche sind, aber die können wir gegebenenfalls mit einem Pfeil und Bogen erlegen. Meine Güte. Dumm, dumm, dumm. Na, wo sind sie? Da liegt die eine. Na. Ha. Da hinten ist noch einer. So. Nehmen uns die da hinten noch mal vor. Auch gleich zwei. Ich wüsste ja, irgendwo ist ein Haken. Auch noch so schnell. Ja, ja, die eine von der und die anderen von der Seite, schon klar. Geh mir weg hier. Leg dich nicht mit mir an, Püppi. Ha, Holzfällerwerkzeuge. Genau, die Dinger sind gar nicht so verkehrt, wenn ihr die wegmacht, da bekommt ihr nämlich Nägel. Und Nägel, haben wir ja gelernt, brauchen wir für unsere Woodframes. Nicht unbedingt wegen dem Stoff, aber wegen den Nägeln. Und jetzt müssen wir uns eigentlich auch schon beeilen, dass wir nochmal schnell zum Trader kommen, um dann hier Zeug loszuwerden und gleichzeitig das Haus hier einbruchsicher für die nächsten Zombies zu machen, dass wir uns hier drauf vielleicht niederlassen. So, zeigen wir gleich nochmal. Hier brauchen wir, um das reparieren zu können, ein Reparaturset. Dafür braucht ihr entsprechend diese Gegenstände. Also auch nicht mehr so einfach wie früher, einfach eine Steinaxt zu nehmen und zu sagen, so, die nutze ich jetzt und fertig. Genau, nicht immer ist da was Gutes mit bei. Den nehmen wir noch und natürlich, nicht zu vergessen, was da. Langes Rohr, prima Waffe. Für den Anfang auch nicht verkehrt.
Und zum Schluss haben wir hoffentlich noch was zu essen. So, das war's dann auch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Die Tür ist zu. Ha. Das nehmen wir noch mit. Das bringt nur Stoff. Hier geht's nicht. Also eigentlich müssten wir jetzt hier wieder einen dieser Wege rausgehen. Gibt es hier keinen anderen Weg? Das wundert mich jetzt. Warte mal, hier muss es doch einen Weg nach draußen gehen. Da ist zu. Hier ist zu. Eigentlich, wenn die Gute hier die Tür aufmachen würde, würde das um einiges schneller gehen. Tut sie aber irgendwie nicht. Vielleicht hilft mir ja gleich von vorne noch einer. Aber auch nur vielleicht. Klopft noch sonst hier immer die ganzen Wände ein. Warum denn jetzt hier bitte nicht die Haustür? Muttern und Bolzen. Braucht man Messingscharnier? Braucht man auch. So, jetzt aber hier. Ich will mein Zeug noch loswerden. Jetzt könnt ihr euch übrigens Zeit lassen. Ich muss dann irgendwie noch sicher zum Trailer kommen. Wo auch immer die sind, ist mir gerade vollkommen egal. Ich will mein Zeug erstmal noch loswerden. Leider muss man immer warten, bis das vollständig oben ist, um es dann wieder runterzulassen. Ich würde vorschlagen, wir stellen mal noch ein paar her. Dann haben wir noch welche. Steinpfeil. Diese Stacheldinger. Boah, echt jetzt? Naja, gut. Habe ich nicht gesehen. Die brauchen wir noch. Das können wir jetzt essen. Das brauche ich. Irgendwas hatte ich noch zu essen, glaube ich. Yucca-Saft. Der hat tatsächlich mehr, als ich aktuell brauche. Gucken mal, dass wir hier noch ein bisschen loswerden. I am so glad to see your face. I get lonely sitting by myself all day. Die brauchen wir aktuell nicht. Kupferspule auch nicht. Leere Dosen. Ich glaube, da brauchte man für Molotovs oder so. Die behalten wir mal auch. Zahnräder kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ah, siehst du, das andere Zeug habe ich in der Kiste gelassen. Aber ist nicht schlimm. Erstmal alles weg. Bier brauchen wir aktuell auch nicht. So, das heißt ein bisschen was hier, Steroide, Tragekapazität brauchen wir theoretisch auch erstmal nicht. Bringt uns mehr Kohle, da haben wir mehr von. Und Schmerzmittel können wir lieber behalten. Plastikschrott kann weg. Das bringt nochmal ordentlich Kohle. Ja, und das war es dann im Grunde auch. Fahrradlenker, na behalten wir erstmal. Verkaufen können wir immer noch. Altes Buch, was war das denn da nochmal? Thanks for letting me take care of you. And tell your friends. Rezepte. Trader Joel's is now closed. Das heißt, ich habe gleich ein riesengroßes Problem. Ich habe schon wieder meine Bookframes nicht genommen. Hoffen wir mal, dass die Zombies nicht so schlau sind, zu hochkommen. Jetzt können wir unsere Tischlerstation noch nicht herstellen, weil das Holz da unten ist. Haben wir irgendwelche Zombies?
da hinten. Komm. Nur den Mutigen gehört die Welt. Also. Wird natürlich schwierig, wenn ich so komplett überladen bin, ne? Eisenschrott, da brauche ich ein bisschen was. Das lassen wir mal alles da. Das heißt, jetzt können wir die Tischlerstation herstellen. Ich bin ein bisschen zeuglos. Und ich kann meine ersten Gegenstände alleine herstellen. Gut, ist jetzt blöd, dass ich mein Zeug im Trader gelassen habe. Und wie ich gerade merke, auch mein Feuer weiter brennt. Aber gut, alles nicht so schlimm. Das platzieren wir. Man sieht, wenn man heillos überladen ist, dauert das hier alles auch ein bisschen länger. Ich platziere das mal hier oben hin. Dann ist das nämlich ein bisschen geschützt. Man sieht, kann man sich gleich schon einen Ticken besser bewegen. Nächster Trick. Ich packe hier Pappschachteln hin. Pappschachteln deshalb, kann hier nämlich Baumaterial rein, was man nicht so auf Anhieb benötigt. Und gleichzeitig verwendet er das dann wiederum zum Bauen, wenn man ihm denn sagt, dass er das tun soll. Und ich werde hier erstmal ein bisschen zeuglos. Hier haben wir noch klein, den können wir hier unten platzieren. Da könnten wir erstmal sowas wie Munition deponieren. Was brauchst du denn für welche? Du brauchst Magazin 8, 9 mm. Die wären das. Eisenpfeile packe ich mal auch mit rein. Und die guten Federn kann man auch schon mal ein bisschen weniger machen. Ist doch erstmal gar nicht so verkehrt. Dann platzieren wir unseren Schlafsack hier oben. Nehme ich hier hinten hin. Ist mal ein bisschen geschützt. Wieder ein bisschen weniger. Und... genau, ich wollte euch noch zeigen, wie man das mit den Kisten macht. Übertrage Lager kann man hier machen und übertrage Lager da auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier was bauen will, nimmt er sich die Sachen, ohne dass die bei mir im Rucksack sein müssen. Na, also, dass ich jetzt hier aus dem Holz was herstelle. Ich kann aus dem Zerbrochenen was herstellen. Warte mal, was? Okay, ich habe jetzt gerade zerbrochenes Holz hergestellt. Warum auch immer. Eigentlich wollte ich das da herstellen. Genau, Holzhammer braucht man. Dafür braucht man wieder Holzbretter. Die ich dachte, die ich da drin habe. Habe ich aber nicht. Lagerfeuer könnte man hier vielleicht nochmal bauen. Steine und Zweige. Habe ich tatsächlich gar nicht genug. Von daher ist das gerade ein bisschen übersichtlich hier. Also wie ihr seht, das ist so die erste Möglichkeit, was man hier so machen kann. Die können wir hier ein bisschen ärgern. Ha, getroffen. Da sind schon...
Diese Sprengviecher, also gar nicht so irrelevant. Jetzt habe ich natürlich, was ganz blöd ist, hier drauf meine Base gemacht und ihr seht hier, das ist ein Questgegenstand. Tut das nicht. Wenn ihr nämlich gleich die Quest startet, ist alles, was ihr euch hier drauf erbaut habt, weg. Also ich habe das jetzt nur zur Not gemacht. Das heißt, ich muss so oder so nochmal umziehen, ne? Aber damit ihr Bescheid wisst, Questhaus, danach wird alles hier resettet. Ob da eure Gegenstände drauf sind oder peng, das interessiert das System herzlich wenig. Das war mein geplanter erster Eindruck. Wie ihr seht, gibt es doch eine ganze Menge. Und das ist wirklich nur der Anfang. Also ich rede hier noch nicht mal von den Zombies, die hier sind. Außer, dass ihr seht, dass hier schon ab Level 1 gar nicht so leichte Zombies schon sind. Aber das sind ja alles noch nur die normalen. Also noch nicht mal die, die hier durch den Mod generiert werden. Das zeige ich euch dann vielleicht ein andermal. Das soweit erstmal von mir. Wenn ihr Wünsche habt oder wenn ihr sagt, hier, das zeigt vielleicht das eine oder das andere hier nochmal, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder wenn ihr halt auch einfach meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Von daher, bis dann!